Hochzeit. Herr Dr. Gregor Gysi. Erstmal hallo. Ich spreche ganz kurz zum Thema des Berichtes, das ich heute präsentieren möchte. Als ich noch ganz klein war, habe ich mal festgestellt, dass die Bedeutung des Wortes, das man mehrmals laut wiederholt, sozusagen verdunkelt wird. Kennt ihr das? Nee? Naja, man sitzt so und sagt immer wieder vor sich hin, Katze, Katze, Katze. Und denkt sich, ist das so etwas wie Chinesisch? Also das Gedicht von mir thematisiert genau diesen Punkt der Wortbedeutung, diese plötzliche Schere zwischen Laut und Sinn. Und das gemischt mit einigen anderen Überlegungen. Sorry für Fachsimpelei, davon wird es ein bisschen im Gedicht geben, aber die Sprachwissenschaft lässt mich einfach nicht los. Das Gedicht heißt übrigens das sprachliche Zeichen. Das Reh, der Tiger und das Bienenhaus. Ich lese laut Lexeme vom Papier. Nach 10-mal Wiederholung ist es aus. Weg sind die Bienen, tot das wilde Tier. Bedeutungen sind wie vom Wind verweht. Statt Wörter liegen nur noch Hülsen vor. Was sonst jenseits der Lautkette steht, wird in der Luft gelöst vom Engelchor. Im Himmel handelt man, da spricht man nicht. Sprachzeichen sind allein der Menschen los. Bin ich mal tot, vergesse ich, wie man spricht und spiele mit den Wörtern fassungslos. Dies löst in mir nur langes Schweigen aus. Doch in der Stille füllen sich mit Sinn das Reh, der Tiger und das Bienenhaus. Nachher sind alle drei wie am Beginn. Verbunden bleibt mit Inhalt ihre Form. Ich denke daran, das Verbum erat Gott. Wer weiß? Vielleicht auch nach der Todreform bestehe ich fort, beidseitig wie ein Wort. Vielen Dank.